dazu, dass die Wiener nicht am Kunstrasen spielen will? Mir tut's leid, weil da hätten wir unser Können zeigen können. Jetzt dann? Groß sind wir Großhupfer, von denen abgesehen. Was sagen Sie, dass die Wiener da den Kunstrasen boykottiert? Ja, ich bin schwer dagegen, aber jeder Fußballer muss überall spielen können. Vor allem ein Unterschied von einer zweiten Division zu einer Unterliga, das ist sehr groß. Und wenn ich da Angst habe, bin ich arm. Das zeigt von Schwäche, finde ich, für die Wiener, weil wenn ich so ein Verein bin, muss ich überall spielen können. Wir schlagen wahrscheinlich Gersthof auf jeden Belag, wurscht, auf Beton, ist egal. Wir haben aber das Problem, dass wir 3-4 Spieler mit Knieblessuren haben, beziehungsweise mit Operationen frisch überstanden, und der Wacht ist einer davon. Und immer, wenn wir zum Beispiel ein Freundschaftsmatch machen auf einem Kunstrasen, sind die immer wochenlang verletzt, und das können wir uns nicht leisten.